they used to laugh at me. Used to show them all my records talking casually. Used to say it was a passion, I'm a path to be. Then they told me that I couldn't, so I had to be. Tell me what they already think about it now. Used to hate it, but I guarantee they're proud. Had to do it just to show them that I could, yeah. Now I finally think I took it where I should, yeah. Jokes on you and now you're on and laughing. I did a whole lot of winning. Look, it came from a passion. I see a whole lot of no-ones I could see not in public. And they may think a lot of things, but at least think something. Servus Burschen, wir sind heute wieder mal nach Wiener Neustadt gereist. Da hinten steht schon unser Spezialist. Zeug Manuel, wir sind heute wieder beim Zeug Maxi Factory. Richtiger Spezialist, ja. Richtiger Spezialist. Und wir haben heute zwei Geräte da. Einmal ist Louis da, Maxi, das steht da. Und einmal in Andi sein Gelbe, wie hast du gesagt, Imola Gelb? Imola Gelb. Imola Gelb. Jawohl. Und was ist das Ziel von heute? Erklärst du das vielleicht kurz? Das Ziel ist mit Italkit, ja. Das ganze Jahr 2023 auf jeder Ausfahrt dabei sein. Okay. Und das sollte halt halbwegs haltbar sein. Ja. Da braucht man einen gescheiten Programmierer halt. Also ein Vergaserprogrammierer. Das ist so Spaß. Ein Analogprogrammierer. Jawohl. Kurven muss man programmieren heute. Ja. Genau, also wir sind heute da zum Bedüsung optimieren bei allen unseren Italkit-Motoren, was wir so besitzen fast, oder? Nein, es sind noch ein paar Schnelle daheim im Kastel, oder? Genau. So wie der Pizzakoch, der stellt die Schnellen in den Kasten rein, sagt er, die schnellen Motoren. Die fährt er gar nicht, die tut in den Kasten rein. Scharfbackig, hä? Nein, nicht so schlecht. Heute wird geschmissen, oder was? Heute wird kontrolliert, ob es passt oder nicht. Jetzt wird sie ruhig zerreißen. Ruhig von die Maxi so rein. Wenn der Andi einen Motor braucht, Alter. Ja. Ich bin gespannt. Schätzungen. Ich bin noch nie original Intercity. Nicht? Nein. Ich bin so gespannt und das ist so das klassische Setup, gell, was man hat. Ja. Und ich schätze, meine Prognose ist 10,5. 10,5. Ich sag 11,1. 11,1, okay. Passt. Du sagst 11? Ja. Dann sag ich, wie in Eber sein MBR-Motor, 11,8, der originale Italkit. Act song, we ain't impressed. Then she heard me, now she undressed. To make it all worse, I gotta check. You want a verse, double the check. I wanted this, then I got this. I wanna want that, I'ma get that. This how I look when you threaten and kill it. I gave a warning, they didn't listen. I'm in the ceiling, that's independent. She in the feelings, and that's when they finish. I've been around in your cities and states. I taken down on your biddies today. I wanna crown for the busiest days. You just a clown with your minimum wage worth. This how I go, you Was war dein Düsen? Ein 98er. Jetzt schauen wir mal, ob die Leistung steigt. Ich glaube schon. Ja. Bucking with you.
war 94 ein Kaffee, war die 98 wirklich schon perfekt. Man weiß im Grunde nicht. Ja. Also Plan sagst du jetzt einmal nach Megara und dann... Ja, einmal im Megara, schauen, ob es noch was tut. Wenn es nichts tut, gehen wir einfach fett, bis die Leistung sinkt. Und dann Anspruch zurück. Also ja. Man kommt immer raus, wenn die Leistung sinkt, merkst du immer... wo muss ich immer den Punkt kommen, wo die Leistung sinkt, dann weißt du, okay, ab dem Zeitpunkt ist wirklich zu fett, weißt du? Was hast du gerade gesagt? Was hat die Ratzen? Naja, so eine Straßenmoped zum Bauen halt. Weil so 200 Kilometer mit einem Tank, unauffällig, leise und trotzdem so 8 PS oder so. Das heißt, das darf ich nochmal lusten. Wir kriegen jetzt kein Back von Zeug Maxi-Effekt in der Buch Maxi-Szene, oder? Nur für die Straßen. Okay. Ja, da fährt die wenigstens eine Zeit, weißt du? Ja. Ja, spätestens 14. Mai im Oberreich das, ne? Schau her, was du wegen dem Volo hast, du hast im Oberreich Season 1 aufgeschaut. Das ist am Ärmel da gar nicht auf den Seiten. Das war die erste Old Serie. Oldschool, oldschool. Das war die erste Serie, wie? Düserei abschlossen, oder wie? Ja. Nächster Schritt. Zündung. Nachkontrollieren. Genau. Schon, aber ich nicht zu viel Bier unten gehabt habe, wie die Zündung. Ja, weißt du, ich meine, ich vertraue den Leuten schon, aber ich habe einfach 50% der Leute, was mir so für Zündung hat, passt, war meistens halt komplett daneben. Ist leider so. Gar man könnte theoretisch unten beim Flansch so einen Platten beilegen, dass der Flansch einfach länger wird um ein paar Millimeter. So, wenn es nur ein Zentimeter ist, weißt du, so ein Scheinbeiling, so ein Flansch einfach, so wie der Flansch ist, nur eine dickere Dichtung beilegen, so eine dicke. Das ist ja, so aus Lesernlos. Den anschneidet und einen Zentimeter oder das, einfach. Oder das. Dann verlierst du zwar ein Drehzahl, die brauchst du aber eh nicht, oder? Ich meine, 30 bis 13 Fünfe, das sehe ich mal leid. Und auf Quinz aber unten dazu definitiv, weißt du? Ja. Und dann hast du mehr Drehmoment, dann hast du mehr Biss. Und wahrscheinlich steigt die Leistung sogar auch, weil die Steuerzeiten einfach so gering sind. Das ja, ist vielleicht ist man da noch fahren und macht das. Ja, das war glaube ich schlecht. Ich stelle es halt, man braucht viel Vorstellung, dass du Power hast. Und das ist halt ein Schatz. Ja. Was ist das? Ja, stürmen wir es noch rein und dann ist die fertig eigentlich. 1,6 sind das passt. Ich würde nicht hängen gehen als 1,6. Vielleicht findest du noch 0, irgendwas scheiß auf 1,6, ist eh ziemlich gut. Hat sich bewährt.
Und die haben die auch überall bei den BVL, oder? Ha? Haben ja, bei den meisten war das wirklich tatsächlich die maximale Leistung. Du findest eh nicht mehr bei mehr als 1,6. Ja. Sie haben nur mehr Belastung für Motoren, du findest nichts mehr. Und ja, deswegen 1,6 passt sicher. Mhm. Alles gut eingestellt. Ja. Eigentlich haben wir nichts mehr gefunden. Sinkt es da auch oben wieder, gell? Und dafür steigt es dann da wieder an. Das ist halt, ja. Wenn es schon so angekühlt ist. Ja. Passt aber 11,3 circa, ja. 11,5, 11,3. Die Straßen reicht's gleich. Auf jeden Fall. Das ist richtig geil. Passt schon. Super, da wäre frei. Aber jetzt wieso was ein originaler Intel-Kit hat mit dem Auspuff und so, was so ein typisches Setup halt, gell? Ja. Wahrscheinlich mit anderen Bahnen sowas wahrscheinlich. Sehr gut. Nächstes Gerät, oder wie? Gerät ist abgeschlossen. Jo. So. So, gespannt. Es fangen wieder von vorne an. Spiel, was sagt's? Ich werde. Was für Gewinn hast du? 1,5. Dann glaube ich 1,5. Was habe ich damals gesagt zu dir? Weißt du nicht, weißt du das noch? 1,2 oder so, gell? Ja, jetzt ist oder 1,1 oder so sogar, gell? Ja, ich glaube nicht, dass Scheiße schon sehr hoch sein so. Ja. Aber wird. Ich sag 14 BS. 14? Aber weißt du, es ist halt auch, ich weiß nicht, ob alles so perfekt ist, weißt du? Ja, wenn es fertig ist. Also die originale Zwiebeln. Ja, nein, ist schon ein Selectra. Ein Selectra-Zender. Aber weißt du, es war halt relativ push-push zusammengebaut. Ja, eingangsmäßig machen wir sowieso mal, oder? Ja. Und dann stellen wir erst ein, weil dann. Zur Endstation 13,6. Ist jetzt voll hoch und korrekt. Ja, sage ich auch. Endstation 13,6. 14, so wie 14. Wirklich? Das ist jetzt viel zu hoch unterwegs, ich darf schätzen. Ja, du bist unfair, du hast das zusammengeritten und jetzt schätzt du es halt richtig der Leistung. Ja, komm, das müssen wir schon schaffen. Achso, das war das ja. Das ist ja repariert. Es ist ja, es ist kein reiner Erzeug, Max. Das ist ja. Du hast eigentlich Schadensbegrenzung für den, sagen wir so. Kann man sagen. Er war viel zu schwach und dann hast du den Zugang. Ja, da ist halt schon Überströmer gefräst worden. Von Zylinderkopfseiten Überströmer gefräst worden, mit ohne Winkelfräse, und das hat man halt noch retten müssen irgendwie. Okay, aber es ist auf jeden Fall damals richtig gut gegangen, wie wir einen gescheiten Auspuff von Leute umgehabt haben, aber wenn es eh so hoch aussetzt, ich kann ja, wo soll ich jetzt hin? Ich hab's 14, also 13, 14. Ich hab 13,6 und dann 13,6. Ja, dann muss ich auf 13,1 oder so, weil sonst ist ja nichts mehr dazwischen irgendwo. Die Spitzenleistung wird gar nicht, wir reden jetzt nur von der Spitzenleistung, ja. Das heißt ja, der Motor gut oder schlecht ist. Ja, ja. Die Spitzenleistung wird mit dem Auspuff nicht so schlecht sein, weil die nehmen wir sich auch nicht mit der Spitzenleistung, weil die Bahn wieder leider schlecht sein. Ja. Das glaube ich auch. Also, ich sage einfach 13, also 14 glaube ich auch. Zum Verlieren. Ja, mit dem Ringen, weil wenn es mit dem Füll ist und es in meinem Umfeld ist, sind wir super. Ist immer besser, wenn man niedriger aussetzt, dann kann man positiv überrascht werden. Meistens ist, wenn die Leute kommen, andersrum. Die glauben, die haben alle einmal früher und dann hast du halt, dann schlaft dir das Gesicht ein. Ja. Been at it already, had my tarot read.
Things are looking up for me, that's what my tarot say. Been pumping out pheromones and wearing red. Young Jerry Lawler, a king, but they're not aware of it. $40 is show money, that's what they stole from me. Blow it all bone, then guess I roll funny. Go find me a snow bunny, ask if this cold world's making her nose runny. She melted, I wear a cape that is velvet. Couldn't see it, she felt it. See it all like I'm Elvis, move my hips like I'm Elvis. I don't pitch it, I sell it. Couldn't picture me jealous, turning fans into zealots. Tuning in when I tell it. There were 15 people at the gig, saying, oh my God, what fun this is. Did it all, did it right, did it big. Yeah, buddy, we were loving it. New cards, new deck, new life. King of Cups, he comes up right. Always, all days, all nights. See, do I, do I, do I. Ich habe das Problem gerade geschildert, was wir gehabt haben, das haben wir euch jetzt gar nicht festgehalten, so richtig, gell? Das Problem war, dass das beim Motorblock so, wo die zwei Hälften zusammengeschraubt sind, war der Grat, bei denen so ein Grat, ja. Oder so, der Kanten halt weg und da hat es Nebenluft gezogen. Okay. Jetzt haben wir halt praktisch eine Dichtmasse rein da unten im Zylinder, weil mit der Dichtmasse einbiegt praktisch ein Zylinderfuß. Und jetzt ist dicht und wir haben auch die Fußdichtung rausgenommen, dass es niedriger Steuerzeiten hat, weil die ein bisschen zu hoch waren und so. Ja. Ja, das heißt, jetzt haben wir einen Millimeter Quetschkanten. Genau. Mhm. Ja, das ist gleiche Leistung bei niedriger Drehzahl, ist ein bisschen mehr Leistung. Ja. Mhm. Na gut. Cool. Aber es sind wieder nur der Handy. Ja, wieder Schätzer. Ja. Also Ende für den heutigen Tag Prüfstand, oder? Scheißen wir drauf. Wie sind die Ergebnisse? Nüchtern. Wer waren die Tippsieger? Meine hat gehabt jetzt am Prüfstand 11.3. Ja. Da habe ich gesehen. Haas, komplett Haas halt. Also Spitzenleistung hat es gehabt. Damit kurz am Prüfstand 12 irgendwas. Ja, da habe ich geschätzt 11.1. Ja. 11.3 hat es gehabt, da habe ich gewonnen. Und der Marco seiner haben wir jetzt Spitzenleistung gehabt. 13.3, komplett Haas halt. Nach 2 Stunden Prüfstand waren. Ja. Da habe ich 13.6 geschätzt und du hast 13.1 geschätzt. Ja. Das
Das heißt, du hast da gewonnen. Das heißt, es steht 1-1. Steht 1-1. Das heißt, jetzt müssen wir einen Schnuck machen, wer halt das Essen sein. Warte mal. Schnick, Schnack, Schnuck. Ah, also, ich habe uns gerade ein Essen gegangen. Bist du dabei? Ja, ich würde gerne was essen. Ja, ich will was essen. Gut, Burschen. Das war's vom heutigen Video. Ich danke jetzt auch gestimmt. Nix hinwollen. Nix hinwollen. Ich zeige euch sein Buch. Genau, und wir sehen uns beim nächsten Mal für dich. Tschüss, danke.